Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 95. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Natürlich wie immer mit der wunderbaren Hoax-Mistress Alexa. Natürlich, hallo alle zusammen. Und dem Hoax-Master Alexander. Und wir haben natürlich auch in dieser Folge wieder einige Dinge anzukündigen am Anfang. Wie soll es anders sein? Und zwar, wir werden wahrscheinlich einen Hörer treffen. Müssen wir mal gucken, wann wir das aussprechen. Das aber sollten wir wirklich mal machen. Aber ihr werdet euch noch ein bisschen gedulden müssen. Ich vermute, weil erst noch was anderes ansteht. Genau, ich weiß nämlich nicht, ob wir vorher das Hörertreffen hinkommen. Was man aber in jedem Fall machen kann, ist uns live erleben bei Skeptics in the Pub. Mhm. Und zwar am 11. September hier in Hamburg. Das wird immer ausgerichtet von der Hamburger Regionalfahrgruppe der GWUP. Da freuen mich. Ist eh eine feine Sache. Also für die Hamburger Skeptiker und Skeptiker in Spe ist das sowieso ein guter Tipp. Das findet in regelmäßigen Abständen statt. Genau. Das sind immer super Vorträge. Ganz im Gegensatz zu unserem Vortrag. Genau. Sind auch Leute, die das richtig können. Das sind auch mal super Vorträge. Genau. Und hier sollte man auf jeden Fall mal hingehen. Genau, das findet statt in Hamburg im Haus 72. Ich klicke das mal gerade an. Wo ist denn das? Nein, das ist das Haus 73. So heißt das. 3 mhm. Kaufmanns und 70. Da findet das statt. Das haben wir dann auch verlinkt alles. Es kostet 3 € Eintritt. Das Geld streichen nicht wir uns ein, sondern das ist für die Hamburger Regionalgruppe der GWUP, weil die durchaus auch mal wirklich bekannte internationale Skeptiker einladen und die müssen dann auch übernachten. So hatten sie vor einiger Zeit auch mal den Thomas Frickel zu Gast bei einer Aufführung des Films Der Mondverschwörung und solche Leute müssen dann auch mal ein Hotelzimmer bezahlt bekommen. Und wir brauchen das ja alles nicht, weil wir aus Hamburg sind, aber deswegen geht das in die Vereinskasse. Und da hoffen wir, dass ihr zahlreich erscheinen werdet. Findet statt oder startet um 19.30 Uhr, geht das Ganze los. Und Alexa und ich sind gerade schon dabei, da, glaube ich, einen ganz interessanten Vortrag zusammen zu schustern. Das sagst du so. Das sage ich so. Und ansonsten ist das aber eine gute Gelegenheit, uns zu treffen. Und ja, also Hörerstammtisch, da arbeiten wir auch in jedem Fall dran. Da werden wir auch irgendwas machen. Da schauen wir mal. Zum Zweiten wird es so sein, dass wir ja Folge 95 haben. Das heißt, es sind jetzt noch einige Folgen. Und dann haben wir tatsächlich das 100. Hoaxilla-Jubiläum. Ich habe noch gar nicht in den Kalender geguckt. Also irgendwas werden wir sicherlich veranstalten zur 100. Folge. Da lassen wir uns auch noch irgendwas einfallen. Aber wir fänden es super, wenn ihr da draußen uns Audioschnipsel sendet, wo ihr Hoaxilla am liebsten hört, was ihr besonders gut an Hoaxilla findet, irgendwas, was euch mit Skeptizismus und Hoaxilla verbindet oder sonstige Dinge, einfach uns eine MP3 schicken und dann basteln wir das sozusagen ein in die 100. Folge, vielleicht als Bonustrack oder machen dann ein Special draus. Aber ohne euch gäbe es nicht 100 Folgen von Hoaxilla und insofern fänden wir das super, genau, wenn wir ihr ein bisschen... Wir wollen euch feiern. Genau. Und ihr dann mit uns zusammen die 100. Folge. Und deswegen schickt uns da was ein. Und ich glaube, mehr dürfen wir gar nicht ankündigen, weil das eigentliche Thema der Woche schon so lang ist, dass wir da genau ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen es ja nicht, wir wollen die Spannung ja nicht ins Unermessliche steigern. Genau. Insofern machen wir da erstmal weiter in der Sendung. Die Story der Woche. Das Arbeitsleben ist ja generell eine ziemlich grausame Angelegenheit manchmal. Im Augenblick fällt mir das zwar nicht so auf, weil ich nicht Vollzeit arbeite, aber euch da draußen wahrscheinlich mit Sicherheit. Mir auch. Dir auch, meinem lieben Ehegesponst, genau. Und gerade in New York ist es ja wirklich ein sehr hartes Pflaster und die Leute arbeiten sich da oft in ihren Firmen in ein frühes Grab. Und so trug es sich dort auch zu, dass ein Mitarbeiter eines Verlags mal an einem Montag leider das Zeitliche segnete an seinem Arbeitsplatz, während er gerade über ironischerweise irgendwie ein paar medizinischen Manuskripten brütete und diese Korrektur las. Dummerweise, weil er immer der Erste war im Büro und der Letzte, der gegangen ist, ist das keinem Kollegen wirklich aufgefallen. Und so saß dieser arme Mann an seinem Schreibtisch im Großraumbüro für 5 Tage, bevor man ihn dann endlich entdeckt hat. Und zwar auch nur am Samstag eben, weil dem Hausmeister aufgefallen ist, dass das dann doch ungewöhnlich ist, dass er am Wochenende gearbeitet hat. Das riecht doch dann auch irgendwann. Tja, man weiß es halt nicht, ne? Ist Großraumbüro, keine Ahnung, Klimaanlage, ich weiß es nicht. Du und deine Geschichten ja, immer. Ne?
Naja, das wäre dann ja eine rausbekommen. Gruesome and Grizzly. Gruesome and Grizzly. Und jetzt kommen wir, und das ist eine ganz persönliche Freude, zu einem wunderbaren Interview, was wir geführt haben mit einem Experten, zu dem Thema, was immer sehr viele interessiert und viele reden darüber oder drumherum. Aber wir haben es als Thema in der Sendung, wir reden über Adolf Hitler. In er der hat Sendung. Hitler gesagt. Genau. Und mit wem und was wir da genau besprechen. Und warum und überhaupt. Genau. Ah ja, und den Spörri vom letzten Mal haben wir auch nochmal drin. Ja, den Spörri, genau. Wir hören da jetzt erstmal rein. Thema der Woche. Ja, in unserer Sendung zu Gast heute wieder einer unserer Lieblingsexperten, der es ja schon geschafft hat, in einem Skeptoskop in einer Huxilla-Sonderfolge zu Vampirismus in einer Episode, als wir auf Exkursion waren, zu Gast zu sein. Und auch heute wieder mit einem fantastischen Thema zu Gast bei uns. Aber erstmal sagen wir Hallo, hallo, Marc Benecke. Hallo, lieber Hoaxmaster, lieber Hoaxmistress. Hallo. Hi, hi. Hi. Marc, wir wollen nachher über also andere Podcasts, die es so in der Szene gibt, die sind immer froh, wenn sie das Wort Hitler mal benutzen in ihrer Sendung. Wir machen das natürlich viel besser. Wir machen eine ganze Sendung über Hitler, mit Hitler. Aber da stellen wir erstmal hinten an, da hast du nämlich spannende Geschichten zu erzählen. Wir haben in unserer letzten Folge über den Finger von Birhuka gesprochen, von dem Herrn Spörri aus der Schweiz, der ja so einen ungewöhnlich langen Finger gefunden hat. Und bei der Recherche sind wir darüber gestolpert, dass er auch er dir als einem der Experten die Fotos geschickt hat, die existent sind. Unsere Hörer haben sich die Fotos sicherlich auch schon angeschaut. Ich habe auch schon dein erstes Statement damals vorgelesen. Vielleicht nochmal so in 5 Minuten, was du zu dieser ganzen Geschichte nochmal so in echt und in live sagst und ja, wenn du nicht auf einer Seite zitiert wirst. Ja, es gibt viele merkwürdige Dinge, die tatsächlich jetzt nicht auf den ersten kriminalistisch-forensisch, kriminalbiologisch, spurenkundlichen Blick Quatsch sind. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also immer nur zu sagen, sowas kann es nicht geben und so, das ist Quatsch. Aber man darf natürlich auch nicht auf diesen kryptozoologischen Dogma-Kram zurückkommen und sagen, ja, nur weil ab und zu mal eine ausgestorbene Tierart oder scheinbar ausgestorbene oder nicht entdeckte Tierart bisher gefunden wird, muss jetzt auch alles geben, was zwischen Himmel und Erde vorkommen kann. Wenn man sehr große Gliedmaßen findet, was in der Tat selten ist, dann muss man die natürlich eigentlich untersuchen. Wir kennen das von den so Meerjungfrauen und so weiter. Das sind meistens sehr gut zusammengesetzte Teile aus Affen und irgendwelchen anderen Haut- oder Gewebeteilen. Die sind meistens mit Stroh ausgestopft. Also in dem Moment, wo man da mal gegenklopft oder die aufschneidet oder die in den Röntgenapparat legt, sieht man halt, dass das mit den Knochen dann einfach irgendwie nicht stimmt. Oder das sind dann bewusste Fälschungen aber, ne? Ja, genau. Das sind dann bewusste Fälschungen, die aber, wenn die Jahrmarktsbetreiber fragt, sagen die, guck mal, hier ist eine Freakshow und so, hier geht es um Entertainment. Ich würde es jetzt, natürlich ist es eine Fälschung, aber ich würde es jetzt nicht als besonders böswillig wahrnehmen. Ich selber, ich persönlich habe noch gesehen, das kleinste Pferdchen der Welt, das kostete 50 Cent in Coney Island, was eine klassische Freakshow-Gegend ist. Und das war dann halt einfach ein Seepferdchen. So, also ich meine, ist das jetzt böse, wenn sie dir 50 Cent dafür abnehmen? Eher nicht, ne? Das ist ein Witz. Und bei diesen Meerjungfrauen ist es halt irgendwie auch so, finde ich, was soll's. War natürlich trotzdem eine Fälschung, keine Frage. Und bei diesen Gliedmaßen ist es ein bisschen blöd. Also wenn die jetzt ausgestopft werden, das würde nun ja eigentlich gar keinen Sinn geben, weil Haut normalerweise sich nur unter sehr schwierigen Bedingungen, also da muss es schon ganz feucht sein, schwül, da muss die Leiche im Sarg liegen, dann löst sich schon mal die äußerste Hautschicht ab. Aber die dann wieder in Form zu bringen, zu mumifizieren und dann auszustopfen, ist ein bisschen ein unwahrscheinliches Szenario. Eher ist es so, dass man so ein Körperteil dann vielleicht abgetrennt hätte, um es zu transportieren, aus irgendeinem Grund. Das kann auch problemlos mumifiziert sein, das ist alles möglich. Aber man müsste da schon mal eine bessere Untersuchung haben als nur ein paar Fotos, auf denen man halt keinen richtigen Maßstab hat und den Zusammenhang nicht richtig erkennen kann. Das Hauptproblem bei Gliedmaßen ist, dass es einen sehr großen, das war ein Tourismus-Gag sehr, sehr lange. Mhm. Da wurde also ein riesen Bohai drum gemacht, so ähnlich wie auch bei diesem Gliedmaß, dass man da also irgendwo hingebracht wurde von Person A zu B zu C zu D und die hat einem dann am Ende irgendwelche, früher waren es Mumienteile, die waren teilweise auch echt verkauft, von echten Mumien, insbesondere in Ägypten. Da gab es ja auch so eine Phase. Ich sitze zum Beispiel jetzt auch noch auf dem Teppich von meiner Vormieterin, der ist gestorben und hat mir den also sozusagen überlassen. Das nannte sich Orientalismus. Da hat man das also spannend gefunden, solche Sachen. Teilweise ist das auch über Frankreich eingekommen und so.
Und da entstand dann irgendwann auch eine Fälschungsindustrie. Also da hat man im Grunde das Märchen gekauft und konnte dann, wenn man wollte, ein Souvenir zu dem Märchen noch mitnehmen. Und wenn man es glauben wollte, war es gut. Und wenn nicht, dann nicht. Meistens ist man dann so weit schon durch die Gegend gefahren, dass man es dann halt einfach gekauft hat und gesagt hat, jetzt komm, was soll's. Leider, spurenkundlich ist der Fall hier nicht gut auflösbar mit diesen gigantomanischen Gliedmaßen, weil einfach die Dokumentation der Gliedmaßen an sich einfach nicht reicht. Also man müsste sich die angucken und sobald man die mal in Händen halten würde, könnte man gucken, was für eine Haut ist das, was für DNA ist da drin, wie sehen die Knochen aus und dann wäre die Sache innerhalb von einer Woche geritzt. Ja. Es war ja auch so, dass, glaube ich, bei den ägyptischen Königsfamilien durchaus der eine oder andere Gendefekt auch vorgeherrscht hat, sowieso, dass die durchaus sowieso so ein bisschen deformiert mitunter waren, ne? Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall auch aus Freakshows irgendwelche Reste von tatsächlichen Abnormitäten. Also in der Berliner Charité, das ist ja eigentlich der letzte Ort auf der Welt, wo es da noch in großem Umfang solche Deformationen gibt. In der Anatomie in Köln standen auch noch Sachen rum. Es gibt natürlich auch noch irgendwo in Philippinen oder im Muttermuseum in USA und so. Irgendwo gibt es das noch, aber das kommt halt sehr aus der Mode, weil eben diese Menschen nicht mehr geboren werden in der Regel. Also heutzutage, wenn das pränatal diagnostiziert wird, sagt man halt, na gut, da ergreifen wir jetzt irgendeine Maßnahme. Das kann im schlechteren Fall eine Abtreibung sein, das kann im besseren Fall dann halt irgendeine Maßnahme sein, um möglichst schnell die Geburtsveränderungen da zu korrigieren. Und natürlich wurden solche Teile dann auch bei den Sammlungsauflösungen verkauft. Und natürlich kann es auch ein echter Mensch gewesen sein, der solche Defekte hat. Also es gibt ja alles. Also es gibt ja Menschen, denen die Beine zusammengewachsen sind früher. Die sahen dann wirklich aus wie Meerjungfrauen. Es gibt Zyklopen, die ein drittes oder ein einzelnes Auge in der Mitte haben. Das haben wir alle schon mal gesehen bei so Fotobänden aus den entsprechenden Ausstellungen. So gesehen ist das natürlich auch möglich, dass das ganz, 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 ganz vielleicht ein echtes Körperteil von so einer Person ist. Das haben wir dann ja auch am Ende unserer Folge gesagt, dass in dem Fall, sagen wir mal, Benefit of the Doubt, man weiß es halt nicht. Der Herr Spörri selber sagt ja auch, dass er sich nicht sicher ist, was er dann gesehen hat. Und was du gerade sagst, zeigt einfach nochmal, dass man dann, wenn man eine Aussage treffen will, man einfach auch hingucken muss. Und nur weil es unwahrscheinlich wirkt, kann man nicht sagen, stimmt nicht. Ja, genau. Und was hier natürlich kriminalistisch jetzt interessant ist, ist eben diese typische Geschichte, dass man also von Person A nach zu Person B gebracht wird und dann immer ein Riesenmärchen drum erzählt wird. Das kann man heute noch in Marrakesch erleben, wenn man da auf die Medina geht, auf den großen Marktplatz, da kommt man sich wirklich vor wie in Tausend einer Nacht, aber auf die coole Variante, also nicht so märchenparkmäßig. Also da sind wirklich Leute, die einem halt die Hand mit Henna bemalen, da sind wirklich Schlangenbeschwörer, da gibt es wirklich abends alle möglichen verrückten Gerichte zu essen und Leute mit komischen Klamotten laufen rum. Man verläuft sich total wie bei Indiana Jones in diesen Wegen da, wenn man also wirklich in diese überdachte Medina reingeht. Das darf man nicht vergessen, dass das alles auch heute im Jahr 2012 alles noch da ist und dass die Leute vor Ort sich das natürlich dann auch zunutze machen, um Touristen zu foppen. So ist mir auch schon passiert. Also. Gut, Okay. denn dann machen wir da einen Haken dran. Genau, und Herr Spörri wird wahrscheinlich noch ewig beeindruckt sein und dieses Ereignis Finde ich verarbeiten. gut. Also Ja, Erstaunen genau. ist eine gute Sache. Genau. Dann kommen wir zu einer ganz abgefahrenen Geschichte, die man zumindest auch nachlesen kann, aber es ist natürlich deutlich lebhafter, wenn du es erzählst, in deinem Buch Aus der Dunkelkammer des Bösen. Das werden wir natürlich auch verlinken. Das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit empfohlen. Sehr schönes Buch. Und das erste Kapitel quasi nach dem Vorwort beschäftigt sich tatsächlich mit einem Trip, den du nach Moskau gemacht hast, wie du uns gesagt hast, Anfang des Jahrtausends. Und was hat dich eigentlich erstmal nach Moskau geführt? War es tatsächlich der Umstand, also wir sagen jetzt mal, um was es geht, nämlich es geht darum, dass du den angeblichen Schädelrest des Schädels von Adolf Hitler untersucht hast und auch die Zähne von Adolf Hitler und die Zähne von Eva Braun, die Kiefer, ne? Ja, Eva Hitler. Ja. Eva Hitler. Ja. Ja, danach dann schon. Stimmt, das war ja dann im Bunker. Vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Du überhaupt rangekommen. Ja, genau. Ja, es ist verrückt. Also ich kann mal erstmal die witzige Version sagen. Ich habe ja eine Radiosendung jeden Samstagmorgen in Berlin, Brandenburg, und da haben wir gedacht, da sind noch ein paar KGB, FSB-Agenten da gewesen, die immer die Sendung vielleicht gehört haben und dachten, da können wir den ja fragen, weil der rätselhafte wissenschaftliche Sachen sich anguckt. Die andere Möglichkeit ist, National Geographic TV hat damals für alle Länder Sendungen produziert. Die wurden extrem aufwendig gemacht. Das war also Prä-HD noch.
also auf normalem Format, das wurde aber auf Kino gedreht. Also da sind wir mit echten Kinokameras teilweise durch Deutschland, Rumänien, Russland, sonst was gefahren. Und dem Format war das geschuldet, dass man dann wahrscheinlich auch irgendwie, wie die TV-Leute das nennen, einen sexy Protagonisten hat. Und sexy ist ja, heißt jetzt nicht, dass man sexuell gut aussehen muss, sondern dass man halt irgendwie jung ist und lebendig und so. Und da sind die wohl irgendwie auf mich gekommen. Henker, warum? Wir wissen es nicht. Ich habe auch die Produzenten gefragt, die konnten mir das auch nicht sagen, was aber auch daran liegt, dass sie es normalerweise nicht sagen. Das Gute war, dass sie halt eine Riesenmaschinerie damals noch hatten, die gibt es heute nicht mehr, auch bei National Geographic nicht mehr. Die haben dann also Scouts gehabt, die sind 2-3 Tage vorausgefahren, haben alles gecheckt, konnten Bestechungsgelder bezahlen, haben vor Ort sogenannte Fixer, die also vor Ort alles fixen, also Regeln bezahlt. Das sind dann örtliche Leute, die vor Ort leben. Das war in dem Fall ein russischer Filmemacher, der sehr cool ist und genügend Kontakte hatte. Und dieses ganze Zusammenspiel hat wohl dazu geführt, dass heute wahrscheinlich selbst keiner mehr weiß, warum die mich damit beauftragt haben, Hitlers Schädel und Zähne zu untersuchen und zu identifizieren. Also ich denke mal, es ist eine Mischung aus, sie haben gedacht, okay, wissenschaftlich kann ich es vertreten, aber auch, der kann das vor der Kamera halt schön erzählen und ist halt irgendwie ein bisschen crazy, aber auch nicht zu crazy. So was wird es wohl gewesen sein. Okay, dann haben die dich kontaktiert und haben gesagt, oh, guten Tag, Herr Wienicke, wollen Sie nicht mit nach Moskau kommen? Ja, die haben gesagt, würdest du gerne Hitlers Schädel und Zähne dir angucken? Und übrigens, wir gehen auch zum Präparator von Lenins Leiche. Das hat mich ehrlich gesagt mehr interessiert als Hitlers Schädel und Zähne, weil ich hatte darüber auch mal was geschrieben, über den ursprünglichen Präparator, und wollte sehr gerne wissen, wie die Lenins Leiche so lange erhalten haben. Mittlerweile habe ich natürlich sehr, sehr, sehr viele lang erhaltene Leichen untersucht. Gerade komme ich aus Palermo von den Mumien, wo also 2500 oder noch mehr Mumien liegen und so. Aber ich fand das schon echt spannend und habe dann gesagt, also geiler geht's gar nicht mehr. Du fährst also dahin. Es war leider bitterkalt. Das war ich nicht gewohnt. Minus 24 Grad kennt der Rheinländer nicht. Also minus 4 kennt der Rheinländer nicht. Minus 24 auch nicht. Aber so, das war halt ein schöner, abenteuerlicher Trip, wie ich das gerne mache, mit einem schönen wissenschaftlichen Auftrag und mit dem kleinen Benefit, dass ich auch noch mit Lenins Präparator, also dem Sohn, der aber auch Präparator für Lenins Leiche war, reden konnte. Und dann war es wirklich so, wie ihr das so ein bisschen andeutet. Also ich habe dann einfach gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Und wenig später saß ich also auch schon im Flugzeug, jetzt nicht ein paar Stunden später, aber das war wirklich so wie, ja, okay, können wir machen. Und dann ging es los. Und auf was bist du getroffen? Du bist dann da gelandet in Moskau und dann hat sich irgendwer abgeholt und hat gesagt, jetzt fahren wir mal ins Staatsarchiv, glaube ich, da war das dann, ne? Genau, also es war scheißen kalt, also das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man eben nicht jetzt aus Berlin-Brandenburg oder sowas kommt, wo es halt auch mal wirklich kalt wird. Also es ist mir wirklich der Kopf geplatzt vor Kälte und der sagte, du kannst jetzt ins Hotel fahren oder ich bringe dich eben dahin zum Spassky, was der Präparator von Lenins Leiche war. Und ich so, Moment mal, das geht jetzt hier aber alles ein bisschen schnell, hat er gesagt, ja, wir haben auch halt was zu tun. Und dann sind wir in klirrender Kälte ins Institut für Entwicklungsbiologie zum Spassky gefahren, dem sie da einen Schreibtisch reserviert hatten, weil der nämlich überhaupt keinen Schreibtisch hatte. Und dann saß ich also erstmal die 2 Stunden da und habe mir also angehört, was der Spassky zu erzählen hatte, auf Russisch natürlich. In einem total abgewrackten Gebäude, was also wie in so einem, ja, so eine Mischung aus Blade Runner und Brazil oder sowas aussah. Und so war die Einstimmung dann ganz gut. Und dann habe ich mit dem Team einen Wodka getrunken hinterher noch und mehrere Wodkas möglicherweise. Und am nächsten Stadtarchiv gefahren und haben uns da mal angeguckt, was da liegt. Da liegt nämlich interessanterweise dieses Schädelstück. Was ich zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht wusste, eigentlich relativ umstritten ist. Also da ist man sich gar nicht so sicher, ob das wirklich von Hitlers Schädel ist oder war sich da nicht so sicher. Und deswegen bin ich da mit kindlicher Neugier hin und habe dann einfach mal alles durchwühlt und mit allen Leuten geredet. Also wie so ein kleines Kind. Die sind da auch verrückt geworden, die Kameraleute, weil die gesagt haben, jetzt, du musst jetzt aber das machen und das machen und das machen, weil wir die und die Bilder brauchen. Und am Ende habe ich dann so eine Strategie entwickelt. Ich habe also gleichzeitig selbst fotografiert. Ich bin auch der einzige Mensch, der hochauflösende Farbaufnahmen davon hat. Gleichzeitig wurde ich gefilmt und musste dabei irgendwie gut aussehen und gleichzeitig habe ich naive Fragen an alle, die da rumliefen, gestellt. Und das war meine wissenschaftliche Methode, wie ich da im Staatsarchiv mit Hitlers Schädel gegangen bin. Wie waren da so die Bedingungen, auch so von der Aufbewahrung her? War eher schwierig wahrscheinlich, ne? Ja, war lustig. Also der Raum, in dem wir da gearbeitet haben, da hingen an der Wand, was wir in Deutschland so als Medioncini kennen, so komische Füchslein und süße Tiere, so aufgefaltet. In der Mitte sah man noch die Klammern aus der Broschüre, die also rausgenommen wurden, also die Löcher der Klammern. Dann waren da so ein paar vertrocknete Pflanzen, die Wärterin
von Hitlers Schädel war also so eine richtig alte Sowjetfrau, nett, sehr, sehr nett, also jetzt nicht irgendwie so eine Iron Sky mäßig drauf oder ganz nett mit so einer Stahlbeton, grauen Stahlbetonfrisur und eingetrocknetem Tippex und eingetrocknetem Kleber auf dem Tisch und ein paar Büroklammern. Und die hat dann, die war total cool, die hat das Bestechungsgeld dann in Empfang genommen und hat dann irgendwie im Schlag 16 Uhr uns den Schlüssel gegeben und hat gesagt, ich bin jetzt weg, ich habe jetzt Feierabend. Also deutsche Beamtenmentalität im Moskauer Staatsarchiv. Mit der genügenden Coolness uns den Schlüssel dazulassen, was natürlich schon echt cool ist. Und dann habe ich mich auch ein bisschen durch die Unterlagen gewühlt, da war aber nichts zu machen. Das war alles mit Papier sortiert, alles auch auf Kyrillisch. Es gab zwar deutsche Unterlagen, deutsches also beim KGB eigentlich mehr, aber so ein paar deutsche Blätter, aber das schafften wir in der Zeit alles gar nicht. Man darf sich das jetzt nicht wie so eine wissenschaftlich gründliche Untersuchung vorstellen, sondern ich habe da also die Bits and Pieces zusammengesammelt und sie hat dann erzählt, was ich persönlich eigentlich am spannendsten fand, kriminalistisch, wie sie an diesen Schädel gekommen ist. Da sei also einer vom FSB gekommen, der Nachfolgeorganisation des KGB, ist aber alles dasselbe, und hätte auf der Kiste hätte draufgestanden Operation Mythos. Mhm. Das muss man sich vorstellen. Es kommt also ein KGB-FSB-Agent zu einem öffentlichen Archiv, theoretisch öffentlichen Archiv. Also Boris Jelzin hat das dann eigentlich erst geöffnet, aber theoretisch ist es öffentlich. Und sagt, ich habe hier eine Kiste für Sie, das sind Hitlers Schädel drin, aber drauf steht unser Codename Operation Mythos. Also das wäre ja der Moment, wo man sagen würde, entweder bin ich jetzt in einem schlechten Film gelandet oder das ist ein Witz. Und die Frau hat dann was Verrücktes gemacht. Sie hat gesagt, ich lasse die Finger davon. Also sobald wir mit Schlapphüten zu tun haben, das ist auch übrigens meine Regel, Finger weg. Weil Schlapphüte lügen sowieso, da braucht man auch gar nicht prüfen. Der Job von Schlapphüten ist Lügen. Zu desinformieren, zu lügen. So. Und mit Schlapphüten meinst du Geheimdienste? Agenten, Geheimdienstler, genau. Also das sind halt keine Gesprächspartner für einen Naturwissenschaftler, weil die ja trainiert sind im Lügen und desinformieren. Das ist für uns also langweilig. Ich habe nichts gegen die, aber es ist halt einfach langweilig. So wie wenn halt die Insassen lügen, dann sagt man zu denen, gucken Sie, entweder wir bearbeiten jetzt den Fall oder wir bearbeiten ihr Lügenmärchen. Das können Sie sich jetzt aussuchen. Ne? Beides geht nicht. Und dann hat sie die Kiste aber irgendwann doch mal rausgekramt und dann stand innen drin in der Kiste auch noch ein Zettel dran. Da stand also, ja, das ist also Hitler, ist Hitlers Schädelteil. Und das konnte man vergleichen mit einem Fotoalbum, wo man in Schwarz-Weiß Teile von Hitlers Schädel sah, also auseinandergefallene Teile, ziemlich stark zerstört, also mit Schwärzungen von der Hitze, auch mit einem großen Loch drin, was aber eben nicht die Ausschussöffnung war, um die es da eigentlich geht, denn dieses Schädelfragment zeigt einfach nur, dass Hitler sich erschossen hat. Und das war genau das, was Stalin halt nicht wollte. Und das erklärt vielleicht auch, warum das im öffentlichen Archiv gelandet ist. Den KGB-FSB-Leuten war das zu heiß. Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann jetzt irgendwie in so einem Safe eingeschlossen und dann kommen die mit zwei Schlüsseln und schließen das auf und dann kommt so eine Stahlkassette zu Werke, die luftdicht verriegelt ist, also so wie im James-Bond-Film? Oder wie lagert man denn so den angeblichen Schädel von Adolf Hitler? Das war ja eigentlich auch eure Frage, stimmt hier, ich komme hier also ins Verzellen. Ist so gewesen, also es ist so eine blaue Bibliotheks-Standardkiste, die sind sehr praktisch, diese Kisten, die sind sehr stabil an den Ecken. Wenn man das also immer rein und raus nimmt, dann sind die einfach gut zu handhaben und haben so einen Deckel. Das ist, also das wirkte schon mal sehr echt, dass das also jetzt nicht in irgendeinem ganz anderen Gefäß drin war. Aber was ein bisschen merkwürdig war, dass es innen drin in so einer, wissen jetzt die Jüngeren nicht mehr, was das ist, eine 5¼ Zoll Floppy-Box lag. Das ist wie eine Butterbrotdose, kann man sich vorstellen, mit so einem Plastikschloss, was man aber aufhusten kann. Also das ist kein ernsthaftes Hindernis. Und da drin war so ein komisches, ja, so ein bisschen Tissue sozusagen. Und da lag einfach dieses eindeutig auch geschwärzte, von Hitze und Feuereinwirkung geschwärzte Stück Knochen, also Schädelknochen. Und das konnte man angucken. Und wenn man es umgedreht hat, war es auf der Rückseite mit so einer ganz dicken, hässlichen Schicht Knete verklebt. Also es war ein unglaublich bizarrer Moment. Das ist uns in dem Moment noch gar nicht so aufgefallen. Aber hinterher, als wir uns die Bilder angeguckt haben, also die Fotos, die ich gemacht habe, ist uns das erst aufgefallen. Da sitzt also diese Stahlbetonfrau mit dem Benecke vor so einer Floppy-Disk-Box und der Benecke hält jetzt Hitlers Schädel in der Hand, der gar nicht dahin gehört, sondern vermutlich nur da gelandet ist, weil Stalin gesagt hat, Hitler hat sich nicht erschossen, jetzt ist aber dummerweise eine Ausschussöffnung in dem Schädel. Also wirklich total verrückter Schatten eigentlich. Und dieses Gefälle zwischen diesem lustigen und auch nachlässigen, also ich war der Einzige, der Handschuhe anhatte, alle anderen haben also alles mit bloßen Händen angepatscht.
und so, dieses Gefälle, das wird einem im ersten Moment überhaupt nicht klar, weil als Sachbearbeiter bin ich es ja gewohnt, dass die Dinge profanisiert werden. Ne? Also ich meine, ein Sexualdelikt ist ja genauso dramatisch wie Hitlers Tod oder ein Verkehrsunfall ist genauso dramatisch wie Hitlers Tod. Und man ist dann gewohnt, dass das alles auf Spuren sich zusammenschmilzt, also auf Fasern, Haare, Blut, Sperma, Knochenstückchen und so. Aber letztlich ist es natürlich trotzdem lustig, wenn man sich den historischen und politischen Kontext da klar macht, was für eine Riesenwelle das war. Und vor allen Dingen, was die Leute immer, das ist eigentlich das Ätzendste an der Sache, dass die Leute immer denken, ja, du hast da die Stücke von einem Monster in der Hand gehabt, was die Welt verführt hat und so. Ne? Totaler Schrott, natürlich haben die Leute sich verführen lassen. Also das alles merkt man in dem Moment aber gar nicht. Ne? Was kannst du denn jetzt über diese vier Schädelstücke, die zu einem großen Schädelstück zusammengefügt worden sind, was kannst du denn darüber erzählen? Also was konntest du erkennen? Was konntest du untersuchen? Sind eher zwei Stücke. Also auf dem Foto, was ich da manchmal zeige, denkt man, das sind vier. Ich habe nochmal die Übersetzung nochmal präzise geben lassen von einer muttersprachlichen Russin. Und das ist die Vorder- und die Rückseite, die man da auseinandergefallen sieht. Das sind also zwei Stücke fotografiert von oben und von unten und dann zusammengesetzt zu einem Stück mit Knete. Und da kann man eben sicher dran sehen, dass durch Hitze sich die Knochenlagen getrennt haben. Da muss also wirklich Hitze statt da eingewirkt haben. Das Zweite, was man sehen kann, ist, dass da Teile von abplatzen, auch durch die Hitze. Und die sind auch durch Ruß geschwärzt. Das kann man gut sehen als Erfahrungswert. Könnte man natürlich jetzt auch noch spektralanalytisch machen, aber ist eigentlich jetzt echt nicht nötig. Ist sehr, sehr schlüssig so. Und dann ist eben eine Ausschussöffnung. Das erkennt man daran, dass der Trichter außen ist. Also anders als viele Leute denken, ist das nicht wie beim Bombenkrater. Wenn eine Bombe auf die Erde fällt, hat man auf der Seite, wo die Bombe auf die Erde gefallen ist, den Krater. Das ist bei Schüssen anders. Bei einem Schuss ist es so, dass da, wo das Projektil rausfliegt, da ist der Krater. Also, Also der Schädel fällt nach innen sozusagen rein dann an der Stelle. Richtig, nur was in Wirklichkeit passiert ist, dass beim Austritt des Projektils werden diese Knochensplitterchen sozusagen weggesprengt. Ne? Also dadurch, aber es ist vom Bild her genau wie du sagst. Und das war interessant, weil wenn man jetzt wusste, wo dieses Knochenstück an einem Schädel hingehört, dann weiß man ungefähr, wie die Schussbahn verlaufen ist, weil die Schussbahnen meistens, zumindest bei Waffen, die im Krieg eingesetzt werden, jetzt in der Regel nicht so krumm sind. Also anders als bei selbstgebastelten Waffen, Kugelschreiberpistolen, so kleine Kanonen, die aufgebohrt sind und so Spielzeugkanonen, sondern das sind ja jetzt echte Waffen, die benutzt haben. Die waren ja auch bekannt, die Offizierspistolen, die da benutzt wurden. Und da konnte man also die Schussrichtung rekonstruieren. Das sieht also sehr gut aus. Also nicht irgendeine komische Richtung, wo man überhaupt nicht drankommt, so was weiß ich, hinten in den Nacken geschossen oder so, sondern das ist schon eine Richtung, wo man sich selbst gut erschießen kann. Und jetzt das Rätsel daran war, wie passt das damit zusammen, dass Hitler sich vergiftet haben soll? Mhm. War das, was Stalin immer gesagt hat, ganz am Anfang, bevor er gesagt hat, Hitler ist bei den Japanern oder in Skandinavien mit dem U-Boot abgehauen oder diesen ganzen Propagandamist. Aber da hat er gesagt, Hitler, hat sich vergiftet wie ein Weib. Das war der O-Ton. Ne? Und dann ist jetzt die Frage, wo kommt das her? Und da hatten wir dann das Glück, dass wir noch sowohl mit dem Übersetzer sprechen konnten, der damals das erste Buch auch geschrieben hat über die Sektion von Hitler auf Russisch. Der hat gesagt, ja, also ich wurde sehr ernst gebeten vom KGB, die Sache mit dem Projektil wegzulassen, weil nur Offiziere, Männer sich erschießen. Aber dieser Bittermandelgeruch und die Glassplitter im Mund, die sind wirklich in dem Obduktionsprotokoll, in dem allerersten, und das ist meiner Meinung nach auch nicht gefälscht, erzählte der uns noch. Und das war der Übersetzer, der dann auch dem Sekretär von Stalin das berichtet hat aus Berlin. Und die Übersetzerin von General Tschukow, der große russische Held ist, der sozusagen Berlin befreit hat in der sowjetischen Propaganda. Das war natürlich alles genauestens wie die Amerikaner auch die KZ-Befreiungen natürlich auch geplant und fotografiert haben und so weiter und propagandistisch ausgewertet haben. Diese Übersetzerin, mit der konnten wir auch sprechen. Und die meinte auch, dass es eigentlich keinen Anlass gab, ganz früh, weil auch gar keiner wusste, was Stalin jetzt daraus machen wollte, da irgendetwas zu fälschen. Also da waren wir schon relativ sicher, dass auch Gift eine Rolle spielte, nur im Staatsarchiv war davon natürlich nichts zu sehen, weil man da nur dieses Schädelstück hatte mit der Ausschussöffnung. Und so haben wir uns dann auf die Suche gemacht nach Hinweisen auf die Vergiftung. Mhm. Das Schädelstück, haben wir glaube ich noch nicht beschrieben, ist quasi hinten vom Schädel, ne? Ja genau, also wenn man sich mit der Hand quasi so, sagen wir mal, so ein bisschen hinten mittig auf den Schädel patscht,
Und das wäre auch ungefähr dann die Schussrichtung, dass man sich quasi die Pistole irgendwie vorne, unten, Mundbereich oder hinterer Kinnbereich hält. Das ist eine relativ clevere Sache. Das wussten Offiziere auch, Hitler mit Sicherheit, der war ja auch im Ersten Weltkrieg auch als Soldat unterwegs. Das ist deswegen eine relativ sichere Sache, weil man stirbt eigentlich gar nicht von dem Projektil, was das Projektil so zerstört, sondern davon, dass die Energie, wenn das Projektil irgendwo ins Gewebe dringt, wird das Projektil so ein bisschen gestoppt. Und diese ganze irre Energie, die entlädt sich in so einer Art Gasblase, kann man sich das vorstellen. Da zerreißt das Gewebe an der Stelle. Und wenn man da relativ tief schießt, dann erreicht man Bereiche des Stammhirns, die für die absolut essentiellen Lebensfunktionen zuständig sind. Also atmen, gähnen, gehen. Schlucken wahrscheinlich auch. Lauter so ganz essentielle Sachen, Sex und so. Und wenn das zerstört wird, ist man halt wirklich, dann fällt man wirklich um wie ein Baum. Da muss man gar nicht von hinten in den Nacken reinschießen. Das machen eher Exekuteure, die es gut meinen mit den Leuten, die sie hinrichten, damit die schnell sterben. Aber wenn man es selber macht, ist es einfacher, da ein bisschen von vorne zu schießen. Ist also eine relativ naheliegende Sache, da lang zu schießen. Also es ist sozusagen eine professionelle Selbsterschießung. Und Den Schuss in die Schläfe macht man in der Regel gar nicht, ne? Genau, richtig. Das ist gut, dass du das sagst. Also dieses russische Roulette, das ist in der Tat vergleichsweise harmlos, weil selbst wenn sich dann ein Projektil löst, meistens aus einem Revolver, russisches Roulette macht man ja meistens mit einem Revolver, nicht mit der Pistole, und da kann alles Mögliche passieren. Das ist ein relativ dünner Knochen. Da kann man also entweder ein relativ energiearmes Projektil nehmen, was dann einfach da irgendwo eine Knochenzerstörung macht. Das natürlich, tut natürlich Schweineweh und ist eine Riesensauerei und kann natürlich auch zu Ausfällen führen, dass du auf einmal Angstzustände kriegst oder überhaupt keine Angst mehr hast, lauter sowas. Solche Sachen, aber es kann auch entlang der Schädeldecke innen fliegen und so. Aber es ist, sagen wir mal, es trifft in der Regel Gehirnbereiche, die dich jetzt nicht am Weiterleben zwingend hindern müssen. Während wenn du diese tiefen Gehirnbereiche abknallst oder schädigst, dann ist Weiterleben nicht vorstellbar mehr. Deswegen schießt man sich selbst, also wirklich nicht seitlich in den Kopf, wenn man jemand ist, der aus Erfahrung weiß, dass man das dann halt oft überlebt mit schweren Ausfällen und dann so eine Art sabbernde Tomate übrig bleiben kann, aber dass das nicht der eigentlichen Tötung dient und dass es auch sinnlos ist, was eben Hitler gemacht hat und Eva Hitler, sich zu erschießen und Gift zu nehmen. Also dann kann man sich das Schießen auch sparen, wenn man quasi nur diese Persönlichkeitsschäden dann erzeugt, die zu einem Überlebensschaden führen. Du hattest vorhin noch gesagt, dass da eindeutig Spuren an diesen Schädelstücken zu finden waren, die darauf hindeuten, dass also die Knochen verbrannt sind oder teilweise verbrannt. Kannst du noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen, warum das wichtig war für die Ermittlungen? Es gab Berichte aus dem Führerbunker von verschiedenen Leuten, die auch verschiedenen Mächten in die Arme gelaufen sind. Das ist auch in dem Tagebuch, was die Sekretärin von Hitler geschrieben hat, sehr, sehr, sehr bewegendes Dokument, wirklich. Also auch in dem Film Der Untergang ist die Stimme, die man ganz am Ende hört, ist auch von Traudl Junge. Also es gibt wenige Sachen, die mich zum Heulen bringen. Das ist eine davon. Also wie die wirklich das mit sich mitgeschleppt hat und jahrzehntelang gar nicht gemerkt hat, was sie da in ihrer Schublade liegen hat. Dieses ewige Transkript von dem, was sie da erlebt hat. Und Seda, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was die Frage war, weil ich schon wieder so bewegt von der Art. Kurz ein paar Worte zu den Spuren der Verbrennung an den Schädelstücken. Viele Leute, die wie die Traudl Junge da bis zuletzt im Führerbunker waren, haben berichtet, dass Hitler also in eine Decke da eingewickelt wurde und dann in so einer Mulde lag und dann später auch in so einer Art Kiste da möglicherweise gebracht wurde, später passiert sein. Das war jedenfalls gut bekannt und man wusste, dass sein Wunsch war, dass die Leiche auf keinen Fall in irgendeiner Form noch erkennbar ist, damit Stalin die nicht durch Moskau schleifen kann, wie so ein römischer Feldherr, wo dann teilweise die Leichen der Besiegten hinter den Feldwagen gezogen wurden oder auch teilweise geschleift wurden, sodass sie also unkenntlich wurden und zerstört wurden. Das wollte Hitler auf gar keinen Fall. Ja, Mussolini, da war es ja auch so der Fall, ne? 45 dann, da wurde ja Mussolini selber und seine Frau exekutiert und da durften dann die Italiener auch mal alle draufspucken, genau, und treten. Das hat er, glaube ich, sogar noch mitgekriegt, Hitler. Ja, verstehe. Ja, das kann sein. Das wusste ich nicht, das kann sein. Jedenfalls wurden dann angeblich so ungefähr 200 Liter Benzin darüber gekippt. Jetzt ist es so, mit Leichenverbrennungen kennen wir uns ganz gut aus, wegen dieser Sache, ich habe ja mich mal, oder ich gucke mir immer Fälle mit angeblicher spontaner menschlicher Selbstentzündung an und da habe ich Experimente gemacht, Schweine angezündet. Ich kenne Kollegen, die auch Menschenleichen angezündet haben mit Einwilligung der Menschen, als sie noch gelebt haben. Die haben dann Körperspende gemacht für die Forensik und so. Und
Ich habe auch alle Sonderkommandoberichte gelesen von den jüdischen Leuten, die Menschen, die andere jüdische Leichen verbrannt haben. Und das hört sich einfacher an, als es ist unter den Bedingungen, die da geherrscht haben. Selbst wenn man einen sehr leicht brennbaren Stoff wie Benzin hat, die Leiche wirklich stark zu verbrennen. Also bei Goebbels Leiche sieht man es sehr gut, da hat es zum Beispiel nicht gut geklappt. Den kann man also praktisch noch erkennen, wenn man dem ein sauberes Hemd anzieht, was die Russen dann gemacht haben, der Leiche. Und da kann man also wirklich noch, wenn man den anguckt, sagt man, okay, wenn das einer von den Hanseln da sein muss, dann ist es auf jeden Fall der Goebbels. Und bei Hitler war die Zerstörung deutlich stärker, aber das Feuer kann ausgehen. Entweder dadurch, dass da irgendein Schrapnell oder irgendeine Granate landet, die halt Sauerstoff konsumiert, sodass dadurch das Feuer ausgeht. Oder aber auch einfach, weil es gar nicht so einfach ist, einen Menschen am Brennen zu halten. Das wissen wir also wirklich aus Experimenten und den Berichten. So, das kann also sein, dass das Feuer dann einfach irgendwann ausgeht. Mhm. Weil man eigentlich einen Docht braucht. Also es nützt nicht nur eine brennbare Flüssigkeit, sondern man braucht eigentlich auch noch irgendwas, was den Brand unterhält und eine Art Docht darstellt. Und wenn jetzt aber die Klamotten abfackeln oder die Decke, dann fehlt so ein bisschen das, was die brennbare Substanz aufsaugt und den Brand am Leben erhält. Wie bei einer Kerze, wenn man da den Docht rauszieht, nützt es auch nicht, dass das Wachs brennbar ist. Da kann man also mit dem Flammenwerfer drauf gehen. Ja gut, dann brennt es vielleicht. Aber jetzt mit dem Feuerzeug kriegt man das Ding einfach nicht zum Brennen. Und so könnte, war es für uns ganz interessant, ob so ein paar Rahmenbedingungen überhaupt stimmen an diesem Schädel. Also hat der irgendwelche Verbrennungszeiten von einem Feuer, was irgendwie ausgegangen ist. Und genauso sieht der Schädel eben aus. Starke Hitze, Ablösung der Knochenlagen voneinander teilweise, Schwärzungen, Anrußungen, wie man sie auch erwarten müsste, aber eben auch trotzdem noch insgesamt eine Knochenintegrität. Also man kann den wieder zusammensetzen und wie gesagt mit Knetgummi zusammenpappen und dann hält das auch. Mhm. Okay, also das war jetzt der Schädel und du hast dann gesagt, habt euch dann nochmal weiter auf die Suche begeben. Ja. Bei deinem Trip. Uns überlegt, können wir jetzt Hinweise darauf finden, obwohl wir den Übersetzern da geglaubt haben, aber wir wollen ja Sachbeweise haben, die sich auch in dem Sektionsbericht wiedergespiegelt haben, eben dieser bitter Mandelgeruch oder Betäubungsmittel, Schlafmittel, Glasampullen. Ich bin auch ins Spionagemuseum später noch gegangen und habe mir das mal angeguckt, wie die überhaupt aussahen, diese Glasampullen mit dem Kaliumchlorid und so, also der Blausäure. Und habe dann mit Rechtsmedizinern geredet, wie lange die Überlebenszeit ist. Und was wir dann im KGB an sich selbst gefunden haben, das war für mich persönlich eigentlich relativ interessant. Also die Zähne, die kann man zur Identifizierung einfach benutzen, sodass man ganz sicher sagen kann, das sind die Zähne von Hitler. Anhand des Vergleiches mit Röntgenbildern von 1944, als es ein Attentat auf Hitler gab, da wurde der Schädel geröntgt und da kann man die Zähne einfach vergleichen. Also das kann man im Prinzip ein Schulkind machen, weil die Zähne halt wirklich mit sehr massiven Metalleinlagen versehen sind. Also Hitler hatte fast ein komplettes Metallgebiss. Mhm. Und deswegen war die Identifizierung im KGB dann, sagen wir mal, das war dann interessant und einfach. Es gibt auch noch objektive Beweise dafür, dass das auf jeden Fall Hitlers Zähne sind, weil sein Zahnarzt hat in der russischen Gefangenschaft, hat er die auch gemalt, die Zähne. Der konnte die sehr, sehr gut malen. Das ist eine ganz, ganz traurige und spannende Geschichte, auch noch vom Zahntechniker und vom Zahnarzt von Hitler, einer von denen hat in Berlin bis 1945 überlebt als Jude, also echt eine ganz verrückte Sache. Mhm. Und die Identifizierung war, sagen wir mal, schlüssig und flüssig. Aber die Sache mit dem Tsiunkali, die hat mir natürlich da keine Ruhe gelassen. Und es gab dann noch ein paar schöne kleine Hinweise, die wir da finden konnten und eben dann zusammenbasteln konnten zu so einem Gesamtbild, dass man alles im KGB gelassen hat, was eben der Identifizierung Hitlers diente. Zum Beispiel die Uniform von Hitler, die Uniform von Goebbels, ein Zigarettenetui, was Goebbels Hitler geschenkt hat. Also lauter so persönliche Sachen, die sehr klar auch so eine Art Trophäe, aber auch ein gutes Identifizierungsmerkmal sind die Zähne, die Rechtsmediziner mitgenommen haben. Aber wir sind dann eben auch über Fotos gestolpert und die waren interessant. Nach denen haben wir nämlich nicht gesucht und sowieso nach nie was, sondern ich bin ja immer wieder kleine Junge, wie gesagt. Und auf den Fotos sah man die Goebbels-Kinder. Der hatte ziemlich viele Kinder und da sah man etwas Merkwürdiges drauf. Und zwar hatten die so einen flabberigen Mund, als ob die Lippen so lose wären. Und bei näherem Hinschauen sah man, dass die wie der Joker links und rechts einen Schnitt zwischen den Lippen hatten, links und rechts. Mhm. Und
Das ist eine sehr klassische rechtsmedizinische Methode, die mittlerweile seit ein paar Jahren nicht mehr so oft angewendet wird, weil man das durch Röntgen oder Virtopsie oder so lösen kann. Aber ich kenne das noch, also es war ganz normal bei einer Leiche, war es selbstverständlich, den Ober- und Unterkiefer rauszusägen. Und zwar deswegen, weil die Zähne eigentlich das wichtigste Identifizierungsmerkmal sind, zumal ja noch keine DNA damals untersucht werden konnte, in den 40er Jahren. Und deswegen wusste ich, dass die Rechtsmediziner, die Russischen, die Sowjetischen, die im Führerbunker waren, wo auch die Leichen der Goebbels-Kinder waren, dass die den Ober- und Unterkiefer rausgesägt haben von den Leichen. Und das erklärte natürlich jetzt auch, warum die Zähne im KGB waren. Mhm. Jetzt wussten wir aber sicher, dass die Goebbels-Kinder mit Gift getötet wurden. Das heißt, wir wussten mit Sicherheit, dass der Morell, der Leibarzt, der damals da war, einen Cocktail gemacht hat, vermutlich aus Schlafmitteln und aus Zyankali, und die Kinder getötet hat. Er hat sich dazu nicht geäußert, weil das halt auch selbst für ihn als relativ abgebrühten Menschen, der Hitler also Drogen verabreicht hat, so, das war ihm wohl auch ein bisschen viel zuzugeben, dass er die Kinder da wie umgebracht hat. Ich persönlich glaube, dass das nicht wie in dem Film Der Untergang ist. Das ist, glaube ich, der einzige Fehler in dem Film Der Untergang. Sonst ist der ja ein Wortbericht von den Protokollen, wörtlich, die überliefert sind von den Leuten aus dem Führerbunker. Aber diese Szene, wo der die Kinder erst, oder die Frau Goebbels die Kinder erst betäubt mit einem Schlafmittel und dann hinterher immer so eine Zyankali-Kapsel da reinlegt und das dann immer so knack macht, so knack, knack, das glaube ich kaum. Also ich denke, die werden denen wohl einfach eine Barbiturat-Schlafmittel-Überdosis gegeben haben. Aber wir wissen dadurch, dass diese ganzen Substanzen bis zuletzt im Führerbunker vorhanden waren. Und deswegen passt das eigentlich sehr, sehr schlüssig zusammen, dass Hitler halt eben auch von eben kein Barbiturat in dem Fall genommen hat, das dauert zu lang, bis man da einschläft, kein Schlafmittel, sondern das Zyankali, was er auch an Blondie verwendet hat. Von der toten Blondie haben wir auch ein Foto gefunden, die wurde vergiftet, nicht erschossen. Mhm, mit Zyankali, da haben die das wohl dran getestet. Und so fügen sich diese ganzen Puzzleteile, wie die Rechtsmediziner sagen, also zwanglos, das heißt also schlüssig und nicht zwingend, aber schlüssig zusammen, dass Hitler also das Gift ausprobiert hat, dass sie sich dann zurückgezogen haben in dieses Zimmer. Dann hat die Frau Goebbels noch einen Mega-Terror gemacht und dann also so lange gegen die Tür getrommelt, bis der Hitler nochmal rausgekommen ist. Mhm. Dann haben die sich also wieder auf das Sofa gesetzt. Das ist also alles sehr gut überliefert von ganz vielen verschiedenen Leuten. Deswegen erzähle ich diese Details. Ja. Dann haben sie sich hingesetzt, haben sich vergiftet und erschossen, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Das Zyankali alleine war wirksam, das wussten die auch. Das dauert aber relativ lang, bis das wirkt. Das kann echt ätzend sein. Das kann also 20, 30, 40 Sekunden dauern, bis man da wirklich tot ist. Und mit dem Schuss war dann also alles besiegelt und die Blutspuren habe ich auch noch gefunden auf einer Sofalehne, die im Staatsarchiv lag. Da sieht man also die Blutspuren. Die sind auch identisch mit den echten Aufnahmen aus dem Führerbunker von 45, wo da die Soldaten rumlaufen. Und so passt das vorne und hinten einfach alles zusammen. Mhm. Das ist ein wichtiger Hinweis, denn man würde ja normalerweise erwarten, Zyankali, ist man sofort tot. Wie kann man sich vergiften? Genau, das wäre meine Frage auch gewesen, wie wäre das überhaupt gegangen, sich erst zu vergiften, dann noch zu erschießen, genau. Ja, aber wenn man die Zeit hat, dann... Wurde ja auch von der Gesellschaft für humanes Sterben und so eine Zeit lang als Gift da benutzt oder angeboten, oder man hat gesagt, das ist eine gute Methode, um sich zu töten. Da sind aber selbst die von abgekommen und haben gesagt, da ist es wirklich besser, Schlafmittel zu nehmen und sich eine Plastiktüte über den Kopf zu ziehen, weil das ist wirklich wesentlich humaner, da schläft man dann einfach ein und wacht nicht mehr auf, anstatt diesen Zyankali-Cocktail, weil man da dann halt innerlich erstickt, also der Sauerstoff kann nicht mehr an den roten Blutbestandteil binden und man erstickt, obwohl man atmet. Also das ist wirklich ein ganz ätzender Tod. Und der Körper versucht dann natürlich auch tief einzuatmen, weil er merkt, okay, hier stimmt was nicht. Und deswegen sagt man sich, dass das sind zwar nur eine halbe Minute oder so, eine Minute, aber das muss ja echt nicht sein. Aber diese Überlebenszeit ist gut dokumentiert, weil Zyankali ja früher oft als Gift angewendet wurde. Mhm. Jetzt haben wir aber immer noch nicht die Frage geklärt, ob es jetzt die Schädelteile Hitlers sind oder nicht. Kann man das überhaupt mit Sicherheit sagen oder sind da noch Fragen offen? Lustige, also diese Sache ist ja so bizarr und lustig eigentlich auch. Da hat sich vieles Lustige entwickelt. Also ich fand es zunächst mal ganz spannend, dass es eigentlich aus kriminalistisch-rekonstruktiver Sicht sehr logisch war, dass nur die Sachen, die quasi politisch nicht zu Stalins Aussage, dass Hitler sich A, nicht erschossen hat, sondern vergiftet hat, und B, dass er eigentlich sowieso nicht da ist in Moskau, dass man da also alles, was jetzt sehr offensichtlich dagegen gesprochen hat, mal so entsorgt hat ans Staatsarchiv und den Rest behalten hat, aber wusste, dass das in der KGB-Zentrale, also das liegt in der Zentrale des KGB, ne, nicht in der Zentrale, dass das da unter Verschluss war, da konnte man sich auch sicher sein, dass da also keine Informationslecks entstehen.
Und das fand ich so rekonstruktiv ganz interessant. Auch zeitlich passte das zusammen, wann also dann doch dieses Leck geschafft wurde, nämlich natürlich dann, als Stalin jetzt nicht mehr so ein Auge drauf haben konnte, wer wo irgendwas ins Staatsarchiv bringt und solche Sachen. Das passte so halbwegs. Passte auch mit den getrennten Aussagen der Übersetzerin von General Tschukow und dem Übersetzer von von Stalin zusammen. Und die hatten sich auch alle nicht abgesprochen, muss man dazu sagen. Also die Sache interessiert in Moskau keinen. Es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass da 50.000 Dokumentationen drüber laufen. Also das interessierte die Leute nicht. Sieht man auch in dieser Floppy-Disk-Box. Ne? Für die ist das halt so, ja, Hitlers Schädel, die Herrin von Hitlers Schädelteil, die hat mich auch gefragt, ob ich das nicht mitnehmen will nach Deutschland für ein Museum. Da habe ich gesagt, ja, in das Museum. Leute wahrscheinlich. Hat die gesagt, wie, welche falschen Leute denn? Also die konnte sich gar nicht vorstellen, dass das irgendwie in Deutschland zu politischen Verstrickungen führen kann. Also für die ist Stalin das Problem, nicht Hitler. Für die halt eben genau der böse Zwerg, der Irre, der er war. Aber das, was uns so mit Schuldgefühlen belastet, haben die natürlich nicht. Ne? Und so würde ich sagen, insgesamt spricht vieles dafür, dass das Schädelstück echt ist, bis dann vor kurzem ein Kollege eins von diesen abgeplatzten Stückchen Stibitz und eine DNA-Untersuchung gemacht hat und festgestellt hat, dass das von einer Frau ist. Jetzt, ich habe versucht, mit den Kollegen zu reden, die weigern sich aber, mit mir zu sprechen. Und wir wissen aber ganz sicher, dass, das habe ich gesehen, dass alle Leute dieses Schädelstück antatschen. Und da ich ja sehr kleinen DNA-Mengen arbeite als Forensiker, was die Kollegen nämlich eben nicht tun, gehe ich mal davon aus, dass das zwar weibliche DNA ist, aber von der Frau, die auf Hitlers Schädel halt seit Jahrzehnten aufgepasst hat, die das einfach immer angefasst hat. Also ich finde es auch verdächtig, dass die Kollegen nicht mit mir reden. Vielleicht haben die selber mittlerweile ein bisschen Zweifel. Es könnte natürlich sein, dass das irgendein Frauenschädel ist, der von einer Person, die da zu Tode gekommen ist, irgendwo in Berlin. Aber wir haben so viele unabhängige Aussagen, die wirklich total entspannt und cool und schlüssig und auch häufig zeitlich und belegbar sind und politisch und so, dass ich jetzt eigentlich zunächst mal als Arbeitsannahme sagen würde, das ist auf jeden Fall das Schädelstück von Hitler. Und wenn es nicht das Schädelstück von Hitler sein sollte, dann ist auf jeden Fall sein Ober- und Unterkiefer identifiziert. Das heißt, läuft er halt ohne Ober- und Unterkiefer durch die Antarktis mit seinem U-Boot. Ja, genau. Bei der fliegenden Flugscheibe. Um das zu überprüfen, müsste man noch im Prinzip die DNA, die die Amerikaner dort gewonnen haben, mit der DNA der Betonfrisur-Bibliotheksfrau einfach vergleichen, ne? Genau, das wäre total einfach und ich denke mal, die würden das vielleicht auch machen. Wir haben es nochmal versucht. Es ist aber so, dass es jetzt wirklich gar keinen mehr interessiert. Also selbst hohe Bestechungsgelder holten keinen mehr hinter dem Ofen vor. Die Sache ist so total langweilig und abgefrühstückt für die. Ich habe es dann auch mal versucht über das Staatsfernsehen. Die hatten aber auch mehr Angst als alles andere vor dieser Geschichte. Man weiß nicht genau, was politisch los ist. Ich denke mal, die Sache ist irgendwie abgefrühstückt. Was man auch noch machen könnte, ein Kollege aus Belgien, der hat auf eine sehr raffinierte Weise DNA aus Hitlers männlicher Linie stibitzt. Der ist zu einem, ich glaube, einem Cousin oder so ist das gegangen, dessen Existenz eigentlich mehr oder weniger verleugnet wurde und hat von dem eine Serviette geklaut, mit dem er sich im Restaurant den Mund abgewischt hat und hat da die Hautzellen rausgewonnen und hat da die Erbsubstanz gewonnen. Und es gibt Teile der Erbsubstanz, die nur auf mütterlicher oder nur auf väterlicher Linie vererbt werden. Das heißt, wir haben Teile der Erbsubstanz, die auf jeden Fall aus Adolf Hitlers Lineage stammt, garantiert. Und die könnte man natürlich auch mit einem aufgebohrten Teil wenn man einen sterilen Bohrer nehmen würde, dann den Schädel aufbohren würde, könnte man das auch vergleichen. Also man könnte sowohl einerseits den Ausschluss machen, als auch den Einschluss. Ne? Einschluss ist von Hitler, Einschluss ist von der Bibliothekarin, Archivarin oder umgekehrt. Wäre also echt kein Problem, aber dazu wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Geschichte ist natürlich auch zunehmend einfach ein Scherz, weil ich glaube, dass also einerseits hört man immer wieder dieses, ja, Hitler war halt so ein Monster, also dieses stereotypisierte, da konnte ja keiner was für, das war halt der böse Teufelsverführer. Diese Geschichte höre ich sehr oft und die ist auch sehr stark verfestigt. Und andererseits ist es so, dass viele Jüngere das ganze Thema vollkommen behämmert finden und einfach wirklich sehen, dass das einfach ein absurdes Trio aus Bekloppten war, also der Klumpfuß Goebbels und der fette, völlig verrückte Göring und der Agro-Zwerg Hitler, die einfach wie so ein Dreigestirn aus der Hölle
ihren Scheiß da gemacht haben und die ganze Bevölkerung hat Hurra geschrien dazu. Und das ist für viele Jüngere, ist das auch so, dass sie das eben sehen und dann sagen, wozu muss man jetzt wissen, ob die Ausschussöffnung echt ist? Die Geschichte ist doch wohl jetzt wirklich sehr gut durchanalysiert. Ne? Ja. Du hast dich ja sowieso auch mit der Persönlichkeit Hitlers beschäftigt. Der war gesundheitlich auch wirklich eine Ruine, der Typ, ne? Also da war so gar nichts mehr dran, gesund oder heile an dem Kerl, ne? Ja, genau. Es war so, also übrigens zu der Geschichte, dass er nur einen Hoden hatte oder so, also das kann sein, aber es gibt ein schönes Interview von einem englischen Team, das ist in Deutschland völlig unbekannt. Da sagt die Haushälterin in, sagen wir mal, freundlich bayerischen Worten, sagt sie, dass also Hitler der Eva wie ein Mann beigewohnt hat. Also, und wenn man den englischen O-Ton ein bisschen wegdreht, dann hört man also auch, dass sie eindeutig von Ejakulationen spricht. Also ob er jetzt Hoden hatte oder nicht, aber auf jeden Fall waren die sexuell aktiv, die zwei. Das finde ich schon mal auch mal wichtig, das mal klar zu betonen, weil das, da gibt es auch immer so eine riesen Psychoanalyse, blabla drum. Das ist also Quatsch. Also wir halten fest, Hitler hat gepoppt. Ja, die Haushälterin äußert sich da in wirklich nicht falsch zu verstehender Weise, auch obwohl es, wie gesagt, sehr höflich und bayerisch ist, aber es ist schon verständlich. Und andere gesundheitliche Sachen, also Hitler, da bin ich jetzt wirklich überzeugt von, hatte Parkinson, das sieht man auch in der letzten Aufnahme, das ist, glaube ich, auch in der Untergang dargestellt, wo sein Recht kam. Ja. So ist auch diese typische Haltung, dass die Gliedmaßen an den Körper gedrückt werden unter irgendwelchen Vorwänden. Ich habe auch einen Freund, der Parkinson hat, also ich kenne das jetzt nicht nur aus der Wikipedia oder so, das ist ganz typisch. Ich muss dazu sagen, das wird immer abgestritten, dass Hitler Drogen genommen hat, weil das angeblich ihn entschuldigen soll. Also ich finde, das ist gar keine Entschuldigung, wie im Knast. Also wenn mir im Knast jemand erzählt, ich habe Drogen genommen und deswegen die Tat begangen, halte ich das auch nicht für eine Entschuldigung. Das muss man nur sagen, das wird in der Diskussion also sehr oft nicht gerne gehört. Aber Hitler hat auf jeden Fall aufputschende Mittel genommen, das leuchtet auch ein, weil Hitler war ein Spätaufsteher, das ist sehr gut dokumentiert. Der ist also immer lange nachts aufgeblieben, der war so ein richtiger Künstler halt und ist dann morgens spät aufgegangen. Und das konnte er natürlich nicht durchhalten, wenn er Lagebesprechungen da mit seinen preußischen Generälen und so weiter machen musste und wollte. Und der Morell, der Leibarzt, der redete auch immer von so bestimmten Vitaminplättchen und Injektionen und so. Und das war also mit Sicherheit nicht homöopathisch. Das hätte dem Göring vielleicht gefallen, aber das war also keine heimtümelnde homöopathische Volksmedizin, sondern das waren auf jeden Fall nicht einfach nur Vitamine, sondern so, wie man aus Spaß bei Wodka russische Vitamine sagt. Also da war da schon ein bisschen mehr drin. Und ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert. Man muss jetzt nicht meinen, dass alle U-Boot-Besatzungen und alle Flugzeugbesatzungen die ganze Zeit auf Speed waren. Sie waren es aber durchaus ab und zu mal. Und Hitler war, das ist auch sehr menschlich und sehr schön beschrieben, zum Beispiel eben von seiner Sekretärin, also von der einen Sekretärin, von der Traudel Junge, der war halt auch einfach mit den Nerven fertig. Hitler hatte immer die ganze Zeit Blähungen und Darmbeschwerden. Das kann psychosomatisch gewesen sein, muss es aber nicht. Ne? Er hatte einen irren Mundgeruch. Das ist auch vielfach belegt, auch von seinen Generälen gibt es da Berichte drüber. Das ist also keine Anekdote oder so. Da war also auch irgendwas mit seinem Magen oder durch seine total verfaulten Zähne und seinen auch verfaulten Kiefer übrigens. Kein Wunder. Und dem ging es einfach scheiße. Also wenn man sich das auf, also heute würde kein Mensch das mehr aushalten. Also wir Sissis heutzutage, wir würden also mit dieser irren Parodontose, mit den wahnsinnigen Zahnschmerzen, mit diesen Blähungen und Bauchbeschwerden und dem Müdigkeit und so, da würden wir also nichts mehr machen. Da würden wir uns also sowas von krank schreiben lassen. Und Hitler hat es halt durchgezogen. Logischerweise, er wollte ja als der größte Führer aller Zeiten sozusagen bekannt bleiben. Er wollte nicht das tausendjährige Reich führen. Er wollte wirklich dann hinterher nach dem Feldzug und nach den Feldzügen, wollte er das übergeben an irgendeinen Kanzler oder so. Also er wollte sich wirklich in Ruhestand begeben. Mit Staaten überall von ihm und aber der hatte auch keinen Bock, dieses Gebrülle bis ans Lebensende durchzuziehen, sondern er wollte dann auch mal seine Ruhe haben. Und schiefgegangen, also die entscheidende Stelle war wohl auch gesundheitlich, dass er die Operation Barbarossa, diesen Russlandfeldzug dann da angezettelt hat. Und er hat da ein paar strategisch ganz gute Entscheidungen getroffen, dass er da in die Krim gegangen ist und da halt Korn und Öl oder was weiß ich da alles wollte. Aber das ist dann halt, wie wir wissen, halt ins Leere gelaufen und in den Winter gelaufen. Und dann ging das halt auch strategisch den Bach runter. Und dieses Attentat hat ihn natürlich auch mega abgefuckt, 44. Und da kam wirklich alles zusammen. Man muss im Grunde genommen sagen, er war
für den schlechten Gesundheitszustand, also für, ich würde, also für den katastrophalen, terminalen Gesundheitszustand, hat er sich sogar noch vergleichsweise gut gehalten, muss ich sagen. Also der war psychisch und körperlich ein absolutes Wrack, was keine seiner Handlungen entschuldigt. Mhm. Ja. Nee, aber das ist auch nochmal der Beleg dafür, dass die Leute, die ja immer noch behaupten, er würde immer noch leben, da gibt es ja auch genug Spinner. Also nicht nur, dass er keine Kiefer mehr hätte, sondern auch der Rest des Körpers wäre wahrscheinlich so eine Ruine, dass allein vor dem Hintergrund er kein Übermensch sein kann, der heute noch irgendwo existiert. Zwei interessante Sachen, also vor allen Dingen Parkinson ist natürlich eine ganz, ganz schwere Erkrankung. Das macht man sich heute gar nicht so klar, weil Menschen mit Parkinson laufen halt heute nicht mehr wie früher auf der Straße rum. Früher kannte man das noch so als alte Leute-Krankheit, auch wie bestimmte so Wirbelsäulenverkrümmungen, die sieht man heute einfach nicht mehr, weil es entweder behandelt wird oder die Leute halt in einem Pflegeheim, wo sie halt eine angenehme, lebensfrohe oder lebensangenehme Umgebung haben. Und auch diese irre Zahn- und Kieferfäule, muss man sich auch mal vorstellen, die erzeugt natürlich auch laufend Entzündungen und Kopfschmerzen und Infektionskrankheiten und alles Mögliche. Also so, man hat ja manchmal so ein bisschen aus Spaß diese Sache, was jetzt auch in einem neuen Film ist, nicht Iron Sky, sondern in dem Rip-Off von Iron Sky, wo also der Schädel da steht, auf so einem Roboter, auf so einem Hitler-Roboter und so. Also, was ist das denn für ein Film? Gerade rausgekommen. Also es gibt so eine Trash-Company, die also von den trashigeren Filmen dann noch trashigere. Okay. Den Link schick uns mal, dass wir das verlinken können, wie der Film heißt. Den will ich ja auch gerne mal sehen. Auf jeden Fall kommen sogar Zombies vor. Das ist also ganz sympathisch. Also Nazi-Zombies. Also da. Super. Den Namen des Films müssen wir noch recherchieren. Ja. Lass uns noch ganz kurz zum Abschluss auf die Operation Mythos nochmal kommen. Denn wir haben ja noch nicht erklärt, wie es der Schädel nach Russland geschafft hat. Denn nach allem, was man so heute rekonstruiert, ist der ja nicht 45 nach Moskau gekommen, sondern deutlich später. Ne? Genau, also übrigens, der Film heißt Nazi Sky und ist ab 18. Okay, Nazi Sky ab 18, liebe Freunde. Zombies, Nazis und Hitler-Schädel. Da weiß ich jetzt schon, dass da einige Internetleitungen glühen werden, während die Leute die Folge hören. Okay. Operation Mythos, da waren wir nochmal. Genau, also die Zähne sind möglicherweise 45 direkt da nach Moskau gelangt. Das Schädelstück vielleicht später. Hitlers Leiche war in Magdeburg begraben. Das ist gut belegt. Also das ist, will ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen, das ist aber gut belegt. Ich habe auch die Kollegen gefragt aus Magdeburg, die wussten das auch, die Rechtsmediziner. Und dann kam der Andropow, der später Staatschef wurde in der Sowjetunion und hat dann das enterdigen lassen in den 70er Jahren und hat dann erst die Leiche wirklich komplett verbrannt. Und entweder ist das Schädelstück dabei dann nach Moskau gelangt oder eben schon vorher. Die Zähne bin ich aber sicher, dass die schon vorher in Moskau waren, weil das war eben wie bei den Goebbels-Kindern auch das sichere Identifizierungsmerkmal, was man benutzt hat. Und das Schädelstück könnte dann eben bei der Aktion erst nach Moskau gelangt worden sein. Das könnte auch eine Erklärung sein, warum das so eine komische Irrfahrt hinter sich hatte. Hitlers Leiche ist als Asche in einen Flüsschen bei Magdeburg gestreut worden, in den 70er Jahren, nicht in den 40er Jahren. Mhm. Das glaube ich, also wir haben das ja auch recherchiert, das hat uns auch überrascht, dass also bis in 70er Jahre der Körper von Hitler tatsächlich immer noch auf Reisen war. Aus ostdeutschem Boden letztendlich dann richtig verscharrt war, in dem Innenhof von einem Haus irgendwie, ne? Ja, genau. Genau, wo genau? Vermutlich da in diesem Innenhof. Und es gibt auch ein Bild von dem Flüsschen, wo das dann reingeworfen wurde. Also das ist wirklich so schäbig, wie du das da andeutest. So ist das wirklich gewesen. Und es war eigentlich eine ganz gute Idee vom Andropow, der damals eben, wie jetzt der Putin ja auch, halt eben höchste Geheimdienstkontakte hat und selber in höchsten Funktionen war. Das war gar nicht so blöd eigentlich, strategisch das so zu machen, dass man das einfach so wie verschwinden lässt, sich auflösen lässt, das Ganze einfach mal in Raum und Zeit verschwinden lässt, in einem Bachlauf, in einem Flusslauf. Ich finde das eigentlich eine gute Sache. Auch vor allen Dingen hast du keine Huldigungsstätte irgendwo, wo jetzt irgendwelche Spinner einmal im Jahr auflaufen können oder so. Wobei, ich habe ja ein paar Wattetupfer mit Abrieben von dem Blut vom Sofa. Also da könnte man vielleicht bei eBay nochmal... Wenn es dir wirtschaftlich ganz schlecht geht, dann kannst du nochmal ein paar Euro damit verdienen, meinst du? Also mich würde es ja nochmal interessieren, weil man dann eben diese väterliche Linie DNA da rausholen könnte. Aber da kriege ich ab und zu mal Anfragen. Aber eigentlich bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich das einfach nur als Obskurum zur Seite lege und sage, komm, weißt du, es ist jetzt abgefrühstückt, die Sache.
Ist gut gewesen. Zum Schluss nochmal ein Hinweis. Diese und noch viele andere spannende Geschichten kann man in dem Buch aus der Dunkelkammer des Bösen nachlesen. Das werden wir nochmal unseren Hörern wärmstens ans Herz legen. Wer es nicht sowieso schon besitzt, sollte es erwerben und studieren. Und das Ganze ist super spannend. Der ein oder andere Hörer hat es auch tatsächlich bestellt über unsere Seite. Ja, das können wir ja nachhalten. Insofern, wer das schon getan hat, weiß, wovon wir reden. Und ich würde sagen, Marc, da die Zeit auch schon sehr fortgeschritten ist und wir eine Sendung voll haben und wir dich immer wieder gerne zu Gast haben, machen wir sicherlich nochmal eine Nummer. Insbesondere auch über diese Geschichte mit Lenins mumifizierten oder konservierten Körper. Das ist ja auch nochmal eine Geschichte für sich, die wir uns nochmal anhören können. Aber ich glaube, das machen wir ein andermal bei einer anderen Gelegenheit. Ja. Wenn das für dich in Ordnung ist. Mit den Mumien in Palermo, die ich vorhin kurz angesprochen ja. habe. Das ist eine schöne Sache, die wir dann mal machen sollten, weil nämlich daran sich auch abergläubische Vorstellungen knüpfen, zum Beispiel wie Gottes Gnade bei den Katholiken dazu führt, dass man nicht verwest und bei den Protestanten dazu führt, dass man als böser Mensch nicht verwest. Mhm. Mensch. Ja, genau, sehr cool. Da kann man eine schöne Nummer draus machen. Marc, wie immer, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, ich danke euch, Leute. Die Welt um sehr viel Aufklärung ärmer. Danke, danke, danke. Aber das Gleiche gilt ja auch für dich. Und wir hören ganz bald wieder. Und liebe Hörer, wir hoffen, dass ihr auch viel Spaß dabei hattet. Und das war das Interview mit Marc Benecke um den vermutlich echten Schädel von Adolf Hitler. Marc, mach's gut, bis demnächst. Alles Gute. Garantiert echten Zähne, muss man auch. Genau. Die in jedem Fall, genau. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, mal wieder ein faszinierendes Gespräch mit unserem wunderbaren Marc Benecke, Dr. Marc Benecke. Sein Buch verlinkt. Mit Herr Doktor. Mit Herr Doktor. mit dem Doktor. Wie wir sonst uns untereinander ansprechen, das machen wir mal nicht öffentlich. Oh, lieber nicht. Wie immer faszinierende Geschichten und da ist ja auch schon die Andeutung der nächsten Folge mit dem Doktor drin. Aber wir haben ja immer noch nach dieser ganzen, sagen wir mal, Geschichtsbewältigung im weitesten Sinne. Ich habe ja übrigens den Untergang mir noch im Rahmen der Recherche für diese Folge angeschaut. Ja, also wer sich den angucken will, ich kann das mal verlinken im Forum, der ist. Ich habe den jetzt immer noch nicht gesehen, ist das schlimm? Zurzeit soll ich mal gucken. Ne? Steht der ja noch in der digitalen Fernsehröhre sozusagen rum. Zwar mit englischen Untertiteln, aber dafür dann in ganzer Länge. Und ich sag nur, Hemmler! Ausgerechnet Hemmler! Das musstest du jetzt bringen, ne? Da freust du dich wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Es bleibt in dem Raum. Klein. Drittlauf. Seemack. Wir sollten vielleicht mal die Story der Woche noch. Ach, aufklären. Da war was mit New York und irgendwelchen Toten, ne? Ja. Ja. Zombies in New York oder so. Aber arbeitende Zombies in New York. Hat er denn dann weitergearbeitet als Toter? Man sieht das ja nicht so genau. Ja, klär uns mal auf. Ja, mach ich. Die Auflösung. Ja, hatte der arme Mr. Turkelbaum, ich glaube, ich hatte seinen Namen in der Story gar nicht erwähnt, tatsächlich an seinem Arbeitsplatz 5 Tage tot herumgesessen, bevor jemandem mal endlich aufgefallen ist, dass er leider einen Herzinfarkt hatte und das Zeitliche gesegnet hatte. Nein, also das Ganze ist tatsächlich nicht nur Urban Legend, sondern auch lustigerweise eine Zeitungssage. Weil witzigerweise Zeitungen in England, also nicht mal in und um New York, das Ganze aufgegriffen haben und dann voneinander abgeschrieben haben aus völlig ungesicherten Quellen. Also es war immer nur von einem Verlag in New York die Rede. Das Ganze war, obwohl dann wirklich ein Name auftaucht, nämlich Turkelbaum, überhaupt nicht nachprüfbar. Dann wird auch noch irgendwie die New Yorker Polizei zitiert mit dem Satz, ja, so ungewöhnlich ist das ja nicht. Aber auch das ist ein völlig ungesichertes Zitat und das Ganze hat sich dann also irgendwie verselbstständigt und das ist also wirklich so ein Klassiker, ne? Weil das auch so viel aussagt über unsere Zeit und wie man sich dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tot arbeitet und dann auch noch die Kollegen
ja, diesen Eigenbrötler, der sowieso immer ein bisschen für sich war und dann voll das Arbeitstier war, einfach irgendwie ignorieren und dann sich nicht mal wundern, wenn der da irgendwie sich nicht mehr bewegt und da irgendwie 5 Tage da an seinem Platz sitzt und ja, nicht mal in die Pause geht zwischendurch oder aufs Klo oder so. Abgesehen davon, dass, wie du natürlich gesagt hast, es wirklich riechen würde. Also das kann keiner ignorieren 5 Tage lang. Es hat tatsächlich mal einen Fall gegeben, wo eine Dame auch an ihrem Arbeitsplatz verstorben ist. Die ist aber an einem Freitag verstorben und am Samstag schon vom Sicherheitsdienst gefunden worden. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die nachprüfbar ist. Die hat es so gegeben. Aber 5 Tage und es gibt auch Geschichten, wo dann irgendwie, es heißt irgendwie 18 Tage oder 30 Tage oder was. Also das ist natürlich völliger Mumpitz. Ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr, genau. Ne? Also weil, ja, das würde keiner ignorieren können. Tja. Nicht wirklich. Da hat sie uns wieder einen Bären aufgebunden. Tja, schlimm, ne? Die Hocus Mistress, der darf man eigentlich gar nicht zuhören, aber... Ja. Demnächst darf man und soll man das. Ja, denn, da erzähle ich ja auch nicht, ne? Da erzähle ich ja sowieso Fiktion. Mehr Schweinkram. Ja, genau. Genau, worauf wir... Fiktiven Schweinkram. Genau, wir haben es ja schon mal angesprochen. Blacksuite Stories, das neue Projekt, wird vermutlich Ende August, Anfang September, werden wir es wahrscheinlich gewuppt kriegen. Oh, ich hatte jetzt mal irgendwann gesagt Mitte August, aber das ist ja schon mal. Es ist Mitte August. Ne? Das wird schon, aber gut, Ding will ja Weile haben. Also, genau, ne? Also ihr hört es bei uns als erstes. Ansonsten blacksuitestories.com, das existiert schon soweit, ist im Moment auf die Facebook-Seite von Blacksuite Stories umgeleitet. Das kann man, wenn man beim Fressenbuch, wie Marc Binnicke sagt, ja, sowieso ist, mal liken, da verpasst man nichts. Und ansonsten immer mal wieder auf blacksuitestories.com drauf surfen und irgendwann wird sich da die neue Homepage der La Hoax Mistress, genau, mit tollen vorgelesenen Geschichten etablieren. Und das, da freue ich mich schon besonders drauf. Also ich persönlich auch und ich hoffe, ihr da draußen auch. Ja, in diesem Sinne, schickt uns Sachen zur 100. Folge. Das wäre super, wenn euch da ein paar kreative Ideen einfallen. Schau zu, mach mit oder hör zu, mach mit. Genau, das hatten wir irgendwann. In welcher Folge hatten wir das denn? Den Spruch hatten wir schon mal. Hatten wir? Ja, das hast du schon mal irgendwann gesagt. Das ja, jetzt wiederhole ich mich schon. Siehst du, so weit ist es schon gekommen. Ja, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle aufhören mit dem Projekt. Also das ist jetzt die Folge, mit der Huxler dann in Rente geht. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns zunächst mal nächsten Sonntag wieder, natürlich wie gehabt, und sehen uns vielleicht am 11.09. kommt zahlreich. Wir freuen uns da außerordentlich, wenn die Bude knackig voll wird, und wir versprechen euch, wir machen da auch eine kleine Show und sind uns ja für nichts zu schade. Es ist ja auch am 11. September bei der Gelegenheit. Ja. Denken wir drüber nach. Und ansonsten bis dahin immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2012.